Also, Boske Björn ist mein Name von der Firma CFX Berlin und heute darf ich Sie begleiten und zwar zu dem Thema Ansys Discovery und ja, wie man das sagt, Simulation in Echtzeit. Die Stichwörter heute sind Modell, Explore und Refine in der englischen Sprache und in der deutschen Sprache Modellieren, Sondieren und Analyse. Ja, da sind halt die drei Möglichkeiten, die Sie dann in Ansys Discovery haben, genau, und das alles in der gleichen Oberfläche. Das heißt, Sie können eine Geometrie modellieren, Sie können verschiedene Designs schnell ja, betrachten und ja, ein bisschen gucken, was passiert, wenn Sie verschiedene Parameter ändern und am Ende, wenn Sie einen besseren Design gefunden haben, können Sie das mit einer hochqualitativen CFD-Berechnung validieren. Okay, so der Vortrag heute wird drei Teile haben: eine kurze Einführung zu CFX Berlin, eine kurze Einführung zu Ansys Discovery und dann noch zwei Live-Beispiele, um Ihnen zu zeigen, wie diese Software funktioniert und was Sie damit erreichen können und wie schnell Sie diese Sachen auch erreichen können, werden wir zusammen eine Strukturanalyse eines Ventils durchführen und auch eine Strömungssimulation in einem Luftverteiler. Okay, so zu uns. CFX Berlin sind wir am Markt seit 1997 und wir sind Partner von Ansys und von MTech Industrial und wir sind auch Ihre Partner, wenn Sie Lösungen und Simulationssoftware brauchen für Strömungsmechanik und Thermodynamik, für Elektromechanik, für Strukturmechanik und auch natürlich, wenn Sie alle diese Effekte zusammen mit berücksichtigen wollen, wenn Sie dann komplexe gekoppelte Effekte mit berücksichtigen wollen. Ja, unsere Geschäftsfelder, wir sind also Vertriebspartner von Ansys, deswegen können Sie bei uns alle Ansys-Produkte erwerben. Wir verkaufen auch das Produkt TwinMesh. TwinMesh ist ein Vernetzer bzw. ein ja, Präprozessor für Verdrängermaschinen. Ja, das ist das Bild hier oben rechts, entwickelt von uns und hat schon ja, eine lange Geschichte und ja, ermöglicht die einfache Simulation von komplexen Maschinen. Als Partner von MTech Industrial vertreiben wir auch die Software FLONEX SE. Das ist eine eindimensionale Strömungssimulationssoftware. Und das heißt, hier an der Stelle betrachten Sie dann größere Systeme, wie zum Beispiel ein Kraftwerk, in dem Sie die verschiedenen Komponenten mit einem 1D-Einsatz betrachten. So, wenn Sie dann eine Software haben, dann brauchen Sie auch dementsprechend auch Hardware. Ja? Das heißt, einen Computer mit genug Arbeitsspeicher, mit einer entsprechenden Grafikkarte. Na, das wird auch ein Thema sein für Discovery und so weiter. Das heißt, das können Sie auch von uns da bekommen. Wir führen Berechnungen und Optimierung auch für Sie als Auftrag. Wenn Sie dann Hilfe brauchen für verschiedene Fragestellungen, stehen wir auch an Ihrer Seite für Beratung und Schulung zu speziellen Themen. Und daraus sind wir auch ganz stolz. Wir haben auch eine Forschung und Entwicklungsabteilung, sodass wir die Möglichkeiten von diesen verschiedenen Software immer ein bisschen erweitern können. Okay. Und jetzt springen wir zum heutigen Thema und das ist Ansys Discovery. Also die Mission, sage ich mal, ja, oder die Ansicht von Ansys Discovery sind drei folgende Sachen. Also, wenn Sie eine Simulationsaufgabe haben, was brauchen Sie? Sie brauchen eine einfache Modellierung für die Geometrie. Das heißt, ein Werkzeug, wo Sie Ihre Geometrie schnell zeichnen können, beziehungsweise ein Werkzeug, wo Sie die Geometrie von Ihrem CAD-Programm schnell importieren können und vielleicht kurz bearbeiten können. Danach, Sie haben bestimmt viele Ideen, wie Sie Ihre Produkte verbessern könnten oder optimieren könnten und deswegen brauchen Sie eine Software,
wo Sie die verschiedenen Designs oder verschiedene Ideen dann schnell testen können. Ja, und letztendlich, wenn Sie am Ende einen tollen Design gefunden haben durch die verschiedenen Versuche, wollen Sie natürlich diese Ergebnisse oder diesen Design ein bisschen validieren, und deswegen brauchen Sie auch eine hochqualitative Simulation, um diese Sachen zu validieren. Ja, und das ist ein bisschen, was Discovery Ihnen anbietet. Beziehungsweise nicht ein bisschen, sondern was Discovery anbietet. Und als Nebeneffekt haben Sie auch natürlich die folgende Sache, dass diese Software ist eigentlich für alle Ingenieure, die im Entwicklungsprozess beteiligt sind. Ja, das heißt, der Konstrukteur kann ganz einfache Berechnungen durchführen damit, aber auch der CFD-Ingenieur kann auch mit dem Modell von dem Konstrukteur eventuell einfach ziemlich genau Berechnungen dann durchführen. Ja? Genau, also hier sehen wir nochmal die drei Stichpunkte, die wir schon erwähnt haben. Ja? Also Modellieren, Sondieren und Analyse. Und das heißt, alle Schritte, die wir vorher besprochen haben, sind alle in der gleichen Oberfläche. Ja? Sie müssen nur mit diesem Reiter links und rechts sich bewegen, um in die verschiedenen Optionen quasi sich zu bewegen. Ja? Also der erste Schritt, wie immer, ja, das ist die Modellierung. ANSYS Discovery bietet Ihnen eine schnelle Geometriebearbeitung durch Import aus alle üblichen CAD-Programmen. Ja? Also wir kennen noch keine Formate, die wir da nicht importieren können. Ja? Und wenn Sie die Geometrie nicht haben als CAD-Programm oder in einem bestimmten Format, Sie können natürlich die Geometrie auch selber erstellen. Ja? Für die Kunden von uns, die SpaceClaim schon kennen, SpaceClaim ist jetzt quasi in Discovery komplett integriert, und alle Optionen, die Sie von SpaceClaim kennen, finden Sie auch wieder in Discovery, wenn Sie die Geometrie bearbeiten wollen. Ja? Wenn Ihre Geometrie dann für die Simulation fertig ist, dann können Sie in dem, also den zweiten Schritt durchführen, und das heißt, also die Randbedingungen setzen und so weiter und dann die Simulationen durchführen. Und da ist also wirklich die neue Sache in der ANSYS-Welt, das heißt, durch den GPU-Löser von ANSYS Discovery bekommen Sie quasi eine Simulation mehr oder weniger in Realzeit. Ja? Das heißt, wenn Sie eine Designänderung vornehmen, zum Beispiel einen Durchmesser größer, eine Kante ein bisschen abrunden, genau, irgendwas ändern in der Geometrie, sehen Sie die Ergebnisse quasi sofort. Ja? Und das ist halt der große Vorteil im Vergleich zu den anderen Produkten wie ANSYS Mechanical oder ANSYS Fluent. Ne? Dann müssen Sie immer die Geometrie ändern, das Netz neu generieren und so weiter und lange rechnen, wenn Sie größere Modelle haben. Und hier können Sie quasi durch den GPU-Löser die Ergebnisse sofort bekommen. Ja, der Vorteil ist, dass es sehr schnell ist. Der Nachteil, natürlich gibt es immer einen, ja, die Ergebnisse sind natürlich nicht hundertprozentig genau, und deswegen, wenn Sie einmal Ihren optimierten Design gefunden haben mit diesen Schnellschnüsseln, sage ich mal, dann können Sie in den dritten Schritt gehen, und das heißt in dem Schritt Analyse. Und an dieser Stelle laufen die ANSYS Flagship-Produkte im Hintergrund. Ja? Also wenn Sie eine Struktursimulation durchführen, dann läuft ANSYS Mechanical im Hintergrund. Und wenn Sie eine Strömungssimulation durchführen, läuft ANSYS Fluent im Hintergrund. Genau. Der letzte Schritt findet an dieser Stelle statt. Oder wenn Sie sagen, jetzt passt es ganz gut, aber ich möchte in Fluent auch noch weitere Sachen machen, oder in ANSYS Mechanical, Sie können auch nur mit einem einfachen Klick die Modelle nach Fluent oder nach Mechanical exportieren und da Ihre Modelle weiter bearbeiten. Okay. Ja, also hier sehen wir schon mal ein Screenshot, ne, von der Software, und wir sehen hier unsere Geometrie, wir sehen einen Strukturbaum, erklären wir dann auch gleich, ja, und aber die große Neuigkeit von der Software, das ist diese sogenannte HUD, also Heads-Up-Display, und das heißt,
Wenn Sie auf den Symbol klicken, hier auf dem Diagramm, bekommen Sie immer quasi durch diese einfache Display Zugang auf alle Operationen, die Sie in der Software durchführen können. Das heißt, Sie haben die verschiedenen Auswahltools, Sie haben die verschiedenen Geometriewerkzeuge, dann können Sie die Randbedingungen für Struktursimulation definieren, die Randbedingungen für Strömungssimulation definieren, Sie können Monitore definieren und so weiter und so weiter. Das heißt, Sie müssen nicht durch alle Menüs navigieren, Fenster öffnen und schließen und so weiter. Sie haben alles hier mit zwei oder drei Klicks aus der gleichen Oberfläche können Sie alles durchführen. Ja, also das ist der große Vorteil an der Stelle. Eine sehr tolle Sache auch ist, dass wenn Sie an einer Stelle sind und Sie wissen nicht ganz genau, wie es weitergeht, Sie haben eine interaktive Hilfe, das heißt, wenn Sie in dem Werkzeug ziehen zum Beispiel sind, ne, für die Geometrie, Sie wissen nicht genau, wie es funktioniert oder was Sie für mögliche Optionen haben, Sie drücken einfach die F1-Taste, dann öffnen sich quasi die Hilfe an der Stelle. Sie bekommen einen kleinen Test, wird beschrieben, wie das funktioniert und es gibt zu jedem Punkt immer ein kleines Video, das Ihnen zeigt, wie das funktioniert. Ja, und dann zack, einfach Escape drücken und dann das gleich anwenden für Ihren Fall. Genau. Die Features, ganz schnell, die in ANSYS Recovery verfügbar sind. Also wie gesagt, wir haben die Geometriemodellierung. Da finden Sie den SpaceClaim Design Modeler komplett integriert. Sie können Strukturanalysen durchführen, Sie können modale Analysen durchführen, Sie können eine Topologieoptimierung durchführen und auch thermische Analysen, natürlich Strömungsanalysen und was Sie auch können, was natürlich sehr praktisch ist, wenn Sie verschiedene Designs untersuchen wollen, Sie können auch eine automatische Parameterstudie durchführen. Genau, da sind halt alles, was Sie in Discovery machen können. Und wie das alles funktioniert, würde ich Ihnen gerne jetzt mit den zwei Live-Beispielen zeigen. Und wir fangen einfach mit der Strukturanalyse. Das heißt, ich gehe hier aus der Präsentation raus und springe dann gleich in die Software. So, wir sehen hier ANSYS Discovery, wenn Sie die Software öffnen. Ja. Genau, also wir haben hier einen Viewer, wir haben hier auf der rechten Seite verschiedene Werkzeuge, um die Ergebnisse zu visualisieren, sobald wir Ergebnisse haben. Wir haben hier auch dann ein paar Shortcuts. Oben sehen wir dann viele Reiter, aber wie gesagt, wir werden diese eigentlich kaum brauchen, weil sobald wir hier eine Geometrie haben, haben wir auch Zugang zu diesem Head-Up-Display und dann können wir alles machen, was wir wollen an dieser Stelle. Das heißt, der erste Schritt ist trotzdem eine Geometrie entweder zeichnen. Wenn ich die Geometrie zeichne, gebe ich in dem Reiter Konstruktion und für unseren Kunden oder für ja, die Anwender, die SpaceClaim schon kennen, Sie sehen, hier ist eigentlich SpaceClaim komplett eingebaut. Ja? Also Sie können hier Skizzen skizzieren oder erstellen und dann mit den Ziehen oder wie auch immer mit den 3D-Operationen einfach Ihre 3D-Geometrie erstellen. Wir können natürlich eine Geometrie einfach öffnen, das machen wir an der Stelle. Und ob wir wollen eine SpaceClaim-Datei an der Stelle öffnen und wir wählen die aus und dann sehen wir hier ein, ja, eine Armatur. Ja? So, Sie sehen auch hier unten, wir haben, also standardgemäß sind wir in dem Betrieb sondieren. Sie können auch einfach hier im Modellieren gehen, dann Sie sehen alles, was mit den Ergebnissen und mit dem Laser zu tun haben, ist einfach ausgeblendet. Allerdings, das Standardmodus ist immer Sondieren, weil, wie Sie da hier sehen, ja, wir haben ja noch gar nichts definiert und so weiter, deswegen ist noch alles ausgegraut und solange Sie den Laser nicht starten, das ist eigentlich halt dasselbe erstmal. Ja? Und ganz am Ende hätten wir auch noch den Reiter Analyse, das machen wir da ganz am Ende. Okay, so wie sieht die Geometrie aus? Das kann ich auch mal hier ganz kurz sehen. Wenn ich diese Achse auswähle und guck mal, wie das in der Geometrie aussieht. Also wie gesagt, hier versteckt sich einfach SpaceClaim dahinter. Ich habe eine klassische Armatur an der Stelle, ja, ein Einlass, hier ein Ventilteller.
und hier ein Auslass, ne? Oder umgekehrt, das ist auch erstmal egal. Okay, so und in dieser Analyse möchte ich dann gerne wissen, was passiert für diese Armatur, also diese Zweikörperventilteller und ja, diese Deckel hier werden wir einfach ignorieren, zeige ich Ihnen gleich, was passiert mit dieser Armatur, wenn wir einen hohen Druck da drin haben. Ja, okay, so das heißt, ich gehe nochmal im 3D-Modus und dann ich sage erstmal mit einem Rechtsklick, ich möchte die Physik nur für diesen Körper auswählen. Ja, und dann alle anderen Körper werde ich erstmal ausblenden. Okay, das habe ich. Ja, so, perfekt. Dann meine Geometrie ist an der Stelle auch fertig. Ich muss nichts Besonderes machen. Ich muss jetzt einfach nur meine Randbedingungen setzen und dann kann ich hier eine Fläche auswählen, also diese Fläche hier werden wir einfach als Lager benutzen, also hier wird einfach fest sein und das heißt, ich klicke mal die Fläche und dann kann ich hier auf dem Head-Up-Display zugreifen, mache ich hier mal einen Klick und was will ich machen an der Stelle? Ich will eine Strukturrandbedingung definieren, dann gehe ich in den Strukturmodus und hier wähle ich einfach einen Support. Okay, dieser Support ist fest, kann ich mit dem grünen Haken das bestätigen. Das heißt, diese Fläche hier ist fest und diese Einstellung finde ich hier auch auf der linken Seite in dem Strukturbaum. Das kann ich natürlich umbenennen, ne? Umbenennen, so Support 1, fertig. Dann nehme ich zweite, das ist auch hier ein Support. Ich lasse einfach hier mal den Namen und alle innere Flächen hier möchte ich gerne mit einem Druck vorsehen. Das heißt, ich bräuchte hier erstmal alle innere Flächen. Ich kann aber, dafür haben wir dann tolle Werkzeuge. Ich gehe in meinem Head-Up-Display. Ich möchte gerne irgendwas auswählen. Das mache ich mal hier und ich nehme hier die Option Begrenzung verwenden. Also, alle Flächen, die bis hier gehen, mit das als Sitface, möchte ich gerne auswählen. Also hier habe ich alle innere Flächen. Okay, das passt, dann gehe ich nochmal auf dem Head-Up-Display und ich definiere hier einfach einen Druck. Und den Druck definiere ich auf dann 18 Megapascal. Ja, die Einheiten können Sie auch natürlich ändern und das passt. Okay, ja, und das war es auch schon. Dann mein Setup ist auch schon fertig. Alles andere ist eine Wand, das passt, ist ja kein Problem. Und das heißt, ich kann einfach hier mal gehen und den Löser starten. Okay. Und wir sehen, der Löser braucht nur ganz kurz. Und zack, wir haben schon erste Ergebnisse. Wir sehen hier auch, ist alles grün. Das heißt, der Löser ist dann auch schon fertig. Und zack, jetzt habe ich auch schon mal die Ergebnisse. Was sehe ich hier? Ich sehe die Verschiebung in Millimeter. Ja. Genau, hier sehen wir auch mal die Skala. Genau. Was uns interessiert, sind öfters in der Strukturanalyse die Spannungen in dem Körper. Genau. Und das sehen wir einfach mal hier. Ne? Also da, wo wir festgelagert haben, ist ein wenig los. Und wir können hier mal sehen, okay, da haben wir was Rotes. Ja, also hier scheint eine kritische Stelle zu sein. Ja, wir können auch genau durch die Geometrie gucken, indem man hier eine Cut Plane quasi erstellt. Ja, da können wir halt ein bisschen durchgucken. Okay, gut, das können wir mal wieder ausblenden. Was Sie auch machen können, das ist immer ziemlich sinnvoll, ist immer darstellen, wo die maximale und minimale Werte von diesen Spannungen sind. Ja? Auf Einstellungen, Min und Max, und da sehen wir, der maximale Wert ist hier dargestellt, hatten wir schon fast erwartet, beziehungsweise schon gesehen. Ja? Aber das ist halt praktisch, einfach zu sehen. Okay, und ich sehe hier, der Wert ist bei also 2,6, also genau, 2,6 EO8 Pascal. Ja? Okay, so, das ist ein bisschen über unsere Grenze für das Material. Ja? Das Material übrigens finden wir hier einfach. Wenn Sie Doppelklick dann drauf machen, Sie sehen, Zugfestigkeit der Endfestigkeit ist bei 2,3. Ja? Das heißt also, hier hätten wir eventuell ein kleines Problem. Ja. Das heißt, an der Stelle kann ich mal sagen, okay, was kann ich da machen? Das würde auch mal reichen, wenn ich eine Rundung einbaue. Ja? Das heißt, hier nehme ich mal die Kante, gehe ich auf Add-up Display, ich möchte eine Geometrieoperation durchführen, ich möchte ziehen, und zwar um 4 mm. Und ja, okay, die Geometrie wird geändert und die Lösung wird auch sofort aktualisiert. Ja?
Wir sehen, ja, die Lösung läuft und ist auch schon fertig. Und jetzt haben wir die neuen Ergebnisse. Wir sehen, die maximale Spannung ist jetzt schon ein bisschen niedriger, mal 2,3. Vorher hatten wir 2,6. Und Sie können auch hier sogar die, ja, die Entwicklung quasi von diesem Trend sehen. Ja, also der erste Wert hatten wir hier von dem, neu, also von dem Design am Anfang. Ja, und mit dem neuen Design hier sind wir schon dann viel tiefer. Okay, dann könnt ihr mal gucken, okay, was passiert, wenn ich das jetzt um 8 mm ziehe jetzt, na, so ein bisschen weiter, ob der Löser läuft. Okay, fertig, und ich habe hier den neuen Wert, ja, also hier innerhalb von 2-3 Minuten, okay, in diesem Fall hätten wir vielleicht sogar vorher das machen können, eine Rundung hier einbauen, um die Spannungen zu reduzieren, aber mit, ja, zwei Operationen, zweimal ziehen und innerhalb von 2 Minuten haben wir schon hier ja, ein ganz gutes Stück das ganze Ding verbessert. Ja? Und jetzt sagen wir mal, okay, ich bin erstmal damit zufrieden. Ich habe mein Design ein bisschen dann besser gemacht. Anscheinend bin ich auch jetzt unter der Grenze, das heißt, das würde mal halten. Ich müsste erstmal aber trotzdem das validieren, und zwar mit einer echten Berechnung, sage ich mal. Ja? Also mit einem CPU-Löser, und das wäre ja mit dem Programm Ansys Mechanical. Ja? Und das können Sie einfach auch hier machen. Sie wechseln von Sondieren auf Analyse. Okay, ja. Und an der Stelle sehen Sie unter Simulation, Sie können auch Netzeinstellungen selber vornehmen. Für den ersten Schuss könnten wir einfach sagen, wir lassen das einfach so, wie es ist. Und ich starte mal den, jetzt den echten Löser, den CPU-Löser. Ja, und das heißt, wenn ich hier darauf klicke, das dauert jetzt ein bisschen länger natürlich, weil an der Stelle muss erstmal ein Netz erstellt werden und dann muss Ansys Mechanical auch starten, laufen und die Ergebnisse produzieren. Ja, und wir sehen hier, wir haben diese weiße Linie, die dreht sich im Kreis, das heißt, der Löser arbeitet, und die grüne Linie zeigt immer ein bisschen den Fortschritt. Ja, wenn die grüne Linie eine halbe Umrundung hat, eigentlich hat man schon ein Netz. Ja, und Sie können dieses Netz auch schon mal darstellen. Ja, das ist noch eigentlich relativ grob hier. Aber gut, das ist wie gesagt der erste Schuss. Ne? Und wir sehen hier, zeigt die grüne Linie ist fast einmal rum. Und gleich sind die Ergebnisse dann wirklich fertig und dann ausgewertet. Na, wir müssen uns noch ein paar Sekunden gedulden. Also wir sehen auch jetzt, dass wir, also hier haben wir einen neuen Punkt in dem Diagramm. Der ist lila, das heißt, das ist, das sind die Ergebnisse von der Analyse-Simulation. Ja? Und wir sehen hier, was wir vorher gesagt haben mit dem GPU-Löser, war ein bisschen zu optimistisch. Ne? Wie gesagt, schnelle Ergebnisse, aber nicht sehr, sehr genau. Und deswegen muss man am Ende immer eine detaillierte Analyse nochmal durchführen. Und dann haben wir hier wohl die Ergebnisse. Genau. Ja? Und da können wir ein bisschen den Trend von unserem, ja, von der Entwicklung, ne, oder von unserem von unserer Optimierung, und haben ja am Ende die endgültige Ergebnisse. Genau, ja. Und wir sehen, wir sind eigentlich ziemlich an der Grenze für die Spannungen. Das heißt, an der Stelle müsste man vielleicht noch ein bisschen was machen. Aber trotzdem, innerhalb von ein paar Minuten könnten wir hier schon viele Erkenntnisse gewinnen und das gesamte Design ein bisschen verbessern. Genau. Wenn Sie jetzt sagen, okay, das habe ich erstmal so gemacht, möchte ich aber gerne weiter in Ansys Mechanical wirklich machen, weil ich habe mehr Möglichkeiten, kenne ich mich da besser aus, beziehungsweise hier war ich vielleicht ein Konstrukteur, habe ich dann ganz schnell gemacht, aber jetzt möchte ich gerne die Feinheiten von der echten Berechnungen an einem CFD oder an einem Simulationsingenieur überlassen, dann können Sie einfach mit der Option übertragen, sagen zu Mechanical, und dann wird einfach eine Datei rausgeschrieben. Das können Sie in Ansys Mechanical öffnen, und das komplette Setup, Geometrie und Netz sind einfach da, und Sie können an der Stelle einfach weitermachen. Ja? Und ja, damit würde ich auch dieses Beispiel beenden.
Ja, mit Struktur geht es natürlich immer schnell, das ist ja ganz schön. Und da würde ich in dem zweiten Beispiel kurz zeigen, wie Sie das auch mit einer Strömungssimulation durchführen können. Okay, so, wir haben hier ein frisches Discovery. Ich öffne mal meine Geometrie. Hier ist die. Jetzt habe ich hier meine Geometrie importiert. Genau, so, wir können auch ganz schnell hier angucken. Zack. Okay, na, also hier strömt Luft auf einer Seite mit 20 Grad, auf der anderen Seite mit 50 Grad, vermischt sich hier in diesem Rohr und in dieser Kammer. Und es ist halt die Frage, wie sieht die Temperatur und Strömungsverteilung in diesen verschiedenen Kanälen hier. Okay, genau, so, ich klicke mal nochmal auf D, dann habe ich die Geometrie wieder. Und die erste Sache, die ich natürlich machen muss für eine Strömungssimulation, ist, ich muss mein Strömungsvolumen erstmal extrahieren. So, und dafür habe ich unter Vorbereiten, wie in SpaceClam, die Option Volumen Extract. Und ich wähle meine Begrenzung aus. Einmal hier und einmal hier für den Auslass. Okay, dann sehe ich, ich möchte einen von den internen Flächen hier auswählen. Und hier, ich kann mal gucken, eine Vorschau. Und hier sehe ich gleich, ich habe mal ein Problem. Er würde nämlich alle Flächen von der Geometrie auswählen und nicht nur die innere Fläche. Das heißt, irgendwo in dieser Geometrie stimmt was nicht. Müsste ich mal irgendwie gucken, wo es ist. Mit diesem Reiter hier kann ich mal von der Fläche, die ich ausgesucht habe, also die innere Fläche, die ich ausgesucht habe, kann ich mal quasi den Weg von dem Algorithmus reproduzieren. Also bis hier sehen wir, ist alles ganz gut. Wir haben nur die innere Flächen. Und ab hier, ah, da haben wir auch äußere Flächen. Das heißt, wahrscheinlich ist die Verbindung zwischen diesen beiden Körpern nicht in Ordnung. Ja, dann gehe ich mal raus, klicke ich nochmal auf diese Achse, mache ich ein Plane und gucke ich mich diesen Bereich ein bisschen genauer an und da sehe ich, oh ja, der Kollege, der diese Geometrie erstellt hat, hat nicht so ganz sauber gearbeitet und deswegen haben wir so einen kleinen Versatz. Das heißt, hier stimmt was nicht ganz. Ja, das kann ich aber ganz schnell reparieren mit der Option Fluchten zum Beispiel. Ich nehme die Achse von dem grünen Körper und das geht auf die Achse von dem anderen und zack. Schon ist das repariert, das kann ich auch noch hier bündig machen. Das heißt, das kommt jetzt auf dieser Kante und in zwei Klicks habe ich meine Geometrie repariert. Ja, und jetzt können wir unseren Strömungsvolumen extrahieren. Das heißt, Volumen Extract. Wir wählen nochmal unsere Begrenzungen hier. So, Auslass, Einlass, Einlass, eine innere Fläche. Und wenn ich den Vorschau jetzt entschalte, das sieht super aus. Das heißt, krack, können wir hier unsere Strömungsvolumen extrahieren. Wir haben jetzt hier einen neuen Körper, das können wir auch mal sehen. Ja, wir haben jetzt unseren Volumenkörper hier drin. Perfekt. Okay. Auch eine tolle Sache, die Sie hier drin haben, ist nämlich, wenn Sie sagen, ja, eigentlich möchte ich gerne meine Auslässe ja ein bisschen verlängern, dann können Sie einfach sagen, okay, dann nehme ich hier Edit Display, ich möchte meine Geometrie ändern mit Cyan, um 100 mm, das habe ich hier und natürlich passt das Strömungsvolumen erstmal nicht. Ja, aber das kann ich mit einem Klick anpassen. Ich habe hier mal Strömungsvolumen, kann ich hier Rechtsklick machen und sagen Volumen wie erstellt aktualisieren. Und dann wird mein Strömungsvolumen quasi aktualisiert. Und jetzt habe ich hier alles. Okay, perfekt. Dann setzen wir unsere Randbedingungen. Das heißt, ich wähle den kalten Einlass auf dem Head-Up-Display. Eine Strömungssimulation möchte ich durchführen und ich möchte einen Einlass definieren. Das heißt hier eine Geschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde und die Temperatur müsste ich auch noch definieren. Sie sehen, bis hier unsere Strömungssimulationssymbol hier unten ist nur blau. Das heißt, die Temperatur spielt ja keine Rolle. Sobald ich hier auf dem Thermometer klicke und eine Temperatur definiere von 20 Grad, haben wir gesagt, dann haben wir hier auch einen Farbverlauf. Das heißt, hier habe ich auch Thermik mit drin. Okay, das heißt, ich habe meinen ersten Einlass, mache ich den zweiten Einlass, der ist aber mit 50 Grad. Okay, und dann mache ich meine Auslässe. Das ist jetzt ein Ausgang mit 0 Pascal und die mache ich einfach mal alle. Ja, ich könnte auch natürlich alle Flächen in einem einzigen Einlass gruppieren. Aber so kann ich die einzelnen Flächen vielleicht
besser auswerten. Ja, also ich habe ja meine 2 Einlässe und meine 5 Auslässe. Die wurden auch automatisch gruppiert, ne, sodass man den Strukturbaum ein bisschen kompakter halten kann. Okay, so das heißt, ich habe jetzt meine Randbedingungen. Ich muss nur noch aufpassen, was habe ich für ein Material. Standardgemäß, das ist in Discovery Wasser. Will ich aber nicht. Ich will Luft. Dann gebe ich hier, habe ich Zugriff auf der Datenbank, nehme ich meine Luft hier und schon haben wir das. Okay. Ja, und dann sind wir auch fertig mit dem Setup. Wir können die Simulation auch starten. Und wir sehen ja auch schon mal die ersten Ergebnisse. Ja, wir können das hier transparent machen, sodass wir ein bisschen besser sehen. Okay, und das machen wir auch. Okay, ja. Und wir sehen, also die Simulation läuft ja noch, die ist noch nicht fertig, aber wir sehen quasi die Entwicklung von der Simulation mit Stromlinien hier. Ja. Genau, so die Stromlinien starten immer von der ersten ausgewählten Fläche, deswegen sehen wir nur die von hier, aber kann man das auch ein bisschen modifizieren, indem man diese, diese Objekt hier ein bisschen verschiebt, da wo die Stromlinien starten sollen. Okay, zack, voilà. Dann sehen wir das hier mal. Die Simulation ist jetzt ja fertig übrigens. Wir sehen, diese weiße Linie da läuft nicht mehr im Kreis. Das heißt, die Ergebnisse sind jetzt da. Also, wir haben ja die Stromlinien. Wir können die Geschwindigkeiten sehen. Sie können natürlich hier sagen, mit dem Druck färben, ne, sodass Sie ein bisschen ein Gefühl bekommen für den Druckverlust. Sie können natürlich mit der Temperatur färben und so weiter. Da sind halt Konturen. Wir können auch hier eine Ebene dann darstellen. Ja, also hier ist natürlich erstmal nicht sehr, Entschuldigung, nicht sehr interessant. Vielleicht eher so eine Ebene, also längs. Okay. Und da sehen wir mal ein bisschen, wie unsere Luft sich verteilt. Ne? Also hier wird unsere Luft durchgemischt und dann haben wir einen Strahl und wir sehen, dass diese Geometrie wahrscheinlich nicht so optimal ist, weil genau, der ganze Strahl geht eigentlich im ersten Kanal. Das sehen wir auch sehr gut mit der Partikel-Animation. Ne? Ob, da sehen wir, die Partikel oder unsere Strömung geht eigentlich komplett durch den ersten Kanal hier und hier haben wir sogar eine Rückströmung. Ja? Also die Verteilung ist eigentlich gar nicht so gut. Ja? Das heißt, ich müsste halt an der Stelle was ändern. Und das könnte ich einfach mal machen, ja. Den Löser brauche ich gar nicht zu stoppen. Ich sag mal, okay, was passiert, wenn ich hier diesen Blech einfach ziehe, ja, und zwar in die Richtung mit 60 mm. Die Geometrie wird geändert und die Lösung wird dann angepasst. Ja, und wir sehen halt sofort, jetzt haben wir quasi den Strahl ein bisschen unterbrochen und wir sehen hier, ja, okay, also 3 Kanäle strömen wir quasi ein. Diese 2 sind halt noch nicht so optimal, aber wir können halt einfach sofort sehen, was da passiert. Ja, wir könnten mal gucken, was passiert, wenn ich diese ziehe. Ja, zum Beispiel so, ne? Ist das besser, ist das nicht besser? Das kann ich halt einfach sofort sehen. Ja, wenn Sie mit einer klassischen Software an der Stelle arbeiten würden, dann müssten Sie erstmal die Geometrie ändern, dann müssten Sie das Netz neu generieren, neu berechnen und um diese 3 Designs brauchen Sie, weiß nicht, also mindestens eine Stunde, vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn Sie das Netz feiner machen und so können Sie ziemlich schnell erkennen, wie eine Designänderung sich auswirkt. Ja? Also natürlich könnte man noch ein bisschen weitermachen, ne? Könnte man gucken, wie man diese Bleche hier normal ändert und so weiter. Ja, das ist erstmal nicht der Sinn von diesem Webinar hier. Da wollte ich Ihnen zeigen, auch mit einer Strömungssimulation, wie schnell das geht, wenn Sie hier ein paar Änderungen vornehmen und dass Sie auch gleich die Ergebnisse sehen. Okay, ja und wir nehmen einfach an, wir haben jetzt unsere Arbeit getan und diese Geometrie einfach optimiert und das gefällt uns so. Ja, ist natürlich nicht der Fall, aber wir nehmen einfach das an. Und jetzt würden wir einfach in dem, ja, in dem Teil Analyse gehen und da könnte man von dieser
von dieser Geometrie wirklich eine Simulation durchführen. Ja, wenn ich hier auf mal klicke, dann würde, also oder wird ein Netz erstellt. Ja, wir machen es ja einfach mal schnell und dann wird die Simulation einfach dann gestartet. Ja, wir können auch, das habe ich nicht gemacht hier, wir können auch natürlich ein paar Monitorpunkte definieren. Ja, also hier zum Beispiel Druck, Mittelwert auf diesem Anlass. Okay, zack. Und na, hier bekomme ich auch eine Tabelle. Also solange dieses Diagramm nicht, sich nicht entwickelt, ist die Berechnung noch nicht gestartet. Also wir sehen hier, wird das Netz noch erstellt. Ja, also wie gesagt, wenn diese grüne Balken ungefähr eine halbe Umdrehung hat, dann, dann ist das Netz da und wir können uns das Netz auch schon mal anschauen. Und danach wird die Berechnung durchgeführt. Ja, also wir warten ja noch ein, zwei Minuten, dass das Netz da ist, können wir uns das Netz anschauen. Und dann die Ergebnisse werden wir nicht warten, dann das dauert irgendwie hier 10 Minuten auf meiner Maschine ungefähr. Wir gehen einfach gleich in eine anderen Datei, wo ich die Ergebnisse schon gerechnet habe und dann sollte es gehen. Okay, jetzt sollte das Netz sein, das heißt, wenn ich das hier aktiviere, sehe ich normalerweise mein Netz. Ja, ich muss das kurz darstellen. Haben wir dann gleich. Okay, also hier sehe ich das Netz auf den Oberflächen, also das ist noch halt relativ grob, ne, wie man sieht, aber was wir schon sehen, wenn wir zum Beispiel ein Cutplane machen, so, ja, Sie sehen, wir haben überall trotzdem die Prismenschichten ne, an der Wandung, das heißt, hier haben wir schon eine gute Auflösung von der Wand und hier ist es halt vielleicht noch ein bisschen grob. Ja. Das könnte man natürlich auch noch beeinflussen. Sie sehen ja unter Simulation, Sie können also hier unter global verschiedenen verschiedene Algorithmen, die man auch von Ansys Machine kennt. Ne? Also Sie können auch eine automatische Verfeinerung mit Krümmung und Nähe verwenden. Das heißt, überall, wo Sie kleine Spalte haben, wird das Netz automatisch fein gemacht. Wenn ich das auch wähle, hier zum Beispiel, also ja, machen wir einfach können ich okay, jetzt macht er nicht, genau, kann ich aber auch selber diese Einstellungen von Ihnen jetzt Größe halt definieren. Ja, ich kann auch lokale Verfeinerung vornehmen, ich kann auch neue Monitore definieren, wie wir hier auch schon gemacht haben. Genau, also das heißt, hier an der Stelle kann ich das Netz auch ein bisschen feiner machen, das Netz ein bisschen bearbeiten, sodass ich auch eine sinnvolle Lösung habe. Ja, also hier genauso wie mit Ansys Fluent ganz normal müsste man auch eine Gitterstudie durchführen, das heißt, das würde dazu gehören. Ja? So, und wie sieht das aus, wenn das fertig ist? So, hier sehen wir nochmal das Netz. Genau, ich schalte mal das aus. Wir sehen, also hier ist 300 Iterationen gelaufen, ungefähr in 10 Minuten, wie gesagt, auf der Maschine. Der Durchschnitt für den Druck ist auch jetzt konstant, ne? Also das heißt, das klappt und jetzt an der Stelle könnte man sich halt die Ergebnisse einfach gucken. Ja? Also hier kann ich mal gucken, wie meine Geschwindigkeit aussieht, am besten auf einer Cut Plane. Na, okay, kann ich natürlich auch die Temperatur mich anschauen, ja, also wir sehen, die Mischung ist auch da nicht so toll, ja. Ist auch zu erwarten, hier findet keine Mischung statt und das heißt, meine Wärme oder meine Wärmestrahl geht einfach ja so direkt durch. Ja? Also wie gesagt, in diesem Beispiel müsste man noch hier ein bisschen rumspielen, sage ich mal, ein bisschen den Design modifizieren, am besten in dem Modus sondieren, sodass es schnell geht und wenn ich einen tollen Design gefunden habe, könnte ich das noch einmal durchrechnen. Okay. Genau. Wie bei der Struktursimulation könnte man natürlich auch diese Ergebnisse nach Fluent jetzt exportieren und dann wird ein CASE-File geschrieben, das heißt, Sie können das komplett in Fluent öffnen und Sie haben das Setup schon komplett da. Ja, also Randbedingungen, Materialien und so weiter, das ist einfach alles da und Sie könnten in Fluent einfach das weiter bearbeiten. Genau, so.
Ich habe jetzt genug geredet. Ich hatte dreiviertel Stunde versprochen. Da sind jetzt 50 Minuten um, weil wir 5 Minuten am Anfang verloren haben. Das tut mir auch leid. Ich hoffe, das hat erstmal Ihnen gefallen, dass Sie ein bisschen was gelernt haben. Und ja, ein paar Minuten bin ich noch da. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, können Sie dann gerne die entweder in den Chat stellen oder in dem Werkzeug fragen. Und ja, ein paar kann ich dann mal versuchen zu beantworten. Ja, erstmal Dankeschön, dass Sie teilgenommen haben. Und genau, schießen Sie los mit den Fragen. Oder wie gesagt, sonst können Sie uns auch einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben. Ja, finden Sie die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse auf unserer Internetseite bzw. info@cfxberlin.de. Ja, und ich freue mich vielleicht von Ihnen nochmal zu hören und sonst wünsche ich erstmal einen schönen Nachmittag.